am Sand waren, weil er einfach eine Wolke macht. Wir liegen am Wasser und müssen die gar nicht so weit rausholen und erstmal nichts. Das ist, was wir das Boden, das kann ich speziell für ja, wie gesagt, es ist die... Frank Date mit seinen Fischgewürzen, auch schon natürlich seit vielen Jahren hier auf den Magdeburger Meeresangel- und Raubfischangeltagen. Frank, wie ist denn diese Messe für dich gelaufen? Wie fandest du überhaupt die ganze Messe? Ja, boah, ganz, ganz groß, klasse. Also gestern konnten wir uns ja den ganzen Tag nicht eine Minute ausruhen. Viele Besucher da. Wir konnten neue Produkte zeigen, zur Matschesverarbeitung, neue Produkte zum Grillen. Und die Leute sind einfach begeistert, ja. Die große Spendenaktion, die wir auch dieses Jahr wieder gemacht haben, zugunsten einer sozialen Einrichtung, dies das Kinderhospiz, wurde betreut von unseren charmanten Losverteilerinnen hier. Und wie war denn der Eindruck so? Seid ihr ordentlich was losgeworden? Ich würde sagen, wir sind ordentlich was losgeworden und jeder hat auch gerne was gegeben und von daher, für die Kinder machen das sehr, sehr viele Leute hier. Also da muss ich wirklich sagen, top. Auf der Messe haben wir hier auch jemand vom Arctic Sea Team, das ist Stu. Ich nenne dich jetzt einfach mal so, wie dich alle eigentlich kennen. Ne? Genau. Stu, welchen Eindruck hast du denn von der Messe gehabt? Du stehst ja hier auch bei Highland Hornet Seaside Lodge, ihr macht ja auch da Veranstaltungen. Wie hast du die Messe so empfunden? Also sehr, sehr schöne Messe. Voll, sehr voll diesmal. Sehr viele Zuschauer. Also es ist richtig interessant im Allgemeinen. Sehr schön. Neben mir steht jetzt ein Besucher hier. Wir haben gerade ein Foto gemacht zusammen. Wie ist denn dein Name? Wenska Denny. Kommst du hier aus der Gegend? Ja, ich komme aus Übersfelde. Das ist Landesgrenze Niedersachsen, aber noch wohnhaft in Sachsen-Anhalt. Ah, okay. Und was sagst du zur Show? Du bist Meeresangler wahrscheinlich? Ich bin Raubfisch- und Meeresangler, ja. Und dann passt das ja super. Ja, passt super, auf jeden Fall. Was war, hast du so was Bestimmtes, wo du sagst, das interessiert mich besonders auf dieser Show, wenn du hierher kommst? Ich bin das erste Mal hier und für mich ist es wie, wenn ein Kind in den Spielzeugladen kommt. Ja. Also die ganzen Sachen... Die Angelrouten, die Köder, das begeistert mich einfach. Also. Michael Eisele, mit einer der Pioniere hier und die das mitgestartet haben, hier die Magdeburger Meeres- und Raubfischangeltage. Dieses Jahr war auch wieder ein besonderes Jahr, das 13. Wie hast du die Messe empfunden? Ja, Rainer, für uns ist das 13 die 13. Glückszahl, weil mein Bruder am 13. eines Monats geboren ist, ist in der Familie so verankert und das war auch so dieses Jahr hier zum 13. Mal, hat wieder Riesenspaß gemacht. Wir konnten am Samstag, glaube ich, Rekordergebnisse einfahren hier von der Besucherzahl, aber auch von der Freudigkeit und der Power, die diese Messe mit sich bringt. Wir sind super zufrieden. Neben mir steht einer der bekanntesten deutschen Meeresangler, das ist Horst Hennings und er war auch die ganze Messe hier vor Ort und ich glaube, du bist von deinem Stand heute die beiden Tage gar nicht weggekommen. Also ich muss ehrlich sagen, Rainer, ich habe ja schon viele Messen mitgemacht und bin hier zum ersten Mal bei dir auf der Messe und das Publikuminteresse und das Interesse des Publikums ist gewaltig. Ich habe selten so ein interessiertes Publikum gehabt wie hier und die Leute waren dankbar für jede Vorführung. Sogar österreichische Aussteller haben wir hier auf der Messe begrüßen können, unter anderem zum Beispiel Hardy Rice. Hardy Rice ist das 4. Mal hier auf der Messe vertreten und Josef, wie war der Eindruck jetzt von diesem Jahr bei dir? Ja, also der Eindruck war wirklich fabelhaft. Gestern war bombastisch. Die Messe ist zugeschnitten auf mich. Ich habe ja von meinem Programm her, von den Routen her, von der Forelle bis zum GT, alles was aktive Routen sind für Raubfischangeln und Meeresangeln. Und dadurch passt das Motto perfekt. Und hier noch einmal deutlich zu sehen, das ist so eine Geschichte hier mit, da ist so ein platter Rücken gut zu erkennen. Und dieses mit dem platten Rücken, diese Bewegung, die daraus resultiert, ich sage euch mal, hier so einer von den ganz neuen, die ist jetzt dann allerdings. Hier habe ich noch zwei Gäste stehen, hier auf der Magdeburger Meeresangeltage. Wo kommt ihr her, aus welcher Gegend? Ja, aus Aschersleben. Mhm. Also wie weit ist das weg? 30 Kilometer von hier. Mhm. Nicht so weit weg, ja. Seid ihr das erste Mal hier? Nein. Wir kommen schon mehrere Jahre. Seit es die Messe gibt, ja? Seit wann eigentlich? Okay. Seit 13 Jahren? 13 Jahren, gut 13 Jahren, ja. Wir kennen jetzt auch schon viele. Oh, das glaube ich, ist auch wie eine große Familie hier. Ja. Und was sagt ihr zu diesem Jahr? Wird immer besser, immer mehr, ja, immer größer. Und interessanter. Und interessanter, ja. Ja gut, in der Tat, ja. Weil auch natürlich das Spektrum immer breiter wird, auch was weiß ich, was so mal Big Game angeht und so weiter. Nicht nur Norwegen, auch das ganze andere drumherum, wo man eigentlich überall in der Welt angeln kann. Cool. Babs, wie fandest du denn diesmal? Du warst diesmal nur Sonntag da, weil du Samstag noch eine andere Verpflichtung hattest. Wie fandest du den Tag heute? Aber sensationell. So viele Menschen hier. Es gab nochmal so einen richtigen Schwung im Gegensatz zum nächsten Jahr. Und ich habe jetzt endlich mal eine Runde gemacht. Ich habe richtig tolles Zeug gesehen. Ja, das ist auch ein Kennzeichen der Messe, warum auch viele aus ganz Deutschland hierher kommen. Sogar aus Österreich, aus Luxemburg hatten wir Gäste, weil sie sagen, es gibt keine Messe, wo ich diese Vielfalt an Geräten und auch diese Qualität finde.